Hallo YouTuber, herzlich willkommen bei The Picane Unboxing, das iPad Pro in der 9,7 Zoll Variante. Und tada, da haben wir es dann auch schon. Schlicht und einfach wie immer. Wir haben auf der Front die Space Gray Variante von der Seite. Typisch der Apple iPad Pro Schriftzug, auch gehalten in der Farbe wie das iPad selbst. Nichts. Wieder der Schriftzug. Nichts. Auf der Rückseite irgendwelche Seriennummern, dann iPad Pro, 32 GB, Wi-Fi Edition, 9,7 Zoll. Dann fangen wir auch schon gleich mal an und schneiden das Ganze mal auf. Hi, ich bin so aufgeregt. So, befreien wir es von der Folie. So, wie immer der magische Moment, was man bei Apple-Geräten machen sollte, um es zu genießen. Anheben und hoffen, dass der Karton von alleine aufgibt. Ja, es kommt. Es kommt. Zack, da ist es dann auch schon. Dazu kommen wir später. So, was haben wir in dem Karton drin? Unser Lightning-Kabel für die Verbindung zum Computer, Mac oder was auch immer ihr habt. Dann das allseits bewährte Netzteil in der 10 Watt Variante, womit man auch sehr gut iPhones aufladen kann in Sekundenschnelle. Nicht so wie mit dem mitgelieferten, nur so als kleinen Tipp am Rande. Und unsere Schnellstartanleitung. Ja, wie machen wir die jetzt auf? Hier. Was haben wir drinne? Einschaltknöpfe, wofür was ist, in verschiedenen Sprachen, Deutsch, Polnisch, ja, nicht zu entziffern, auch nicht, irgendwelche Garantieinfos, auch wieder in verschiedenen Sprachen und die beliebten Apple-Sticker. Leider nicht in der Farbe, wie das iPad selber ist, aber nein, man kann nicht alles haben. Gut, dann kommen wir auch schon selbst zu dem iPad. Und da ist das Objekt der Begierde. Ich finde wirklich sehr schön erstmal gehalten mit der Verpackung wieder. Und dann fangen wir hier an. Und da sehen wir auch schon gleich diese super Farbe. Die nette Kamera, die sehr schön hervorsteht. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen. Was ich jetzt aber nicht unbedingt schlimm finde, weil ich selber das iPhone 6 besitze und mich hat das nicht wirklich gestört, dass die so weit vorguckt. Wird sich zeigen, was es bringt. Hier an der Seite haben wir Mikrofon. Laut und leise. Wieder mal. Hier unten die ersten zwei Lautsprecher mit dem Lightning Connector. Hier auf der Seite haben wir den Smart Connector für das Keyboard. Und zu guter Letzt die Oberseite mit dem Ein- und Ausschalter, Lautsprecher wieder und eine Kopfhörerbuchse. Was haben wir hier? Gut, war nur Dreck. Dann kommen wir zu der Frontseite. Ja, Apple-typisches Display. Wie man sieht, irgendwie haben sie es doch nicht hingekriegt, dass es fettabweisend ist. Ich habe nur mal kurz drauf geditscht und man sieht, wir haben schon ganz viele Abdrücke. Aber das wird wohl nie ausbleiben. Hier unten haben wir unseren typischen Home-Button mit Fingerabdruckscanner. Ja, und wie es weitergeht, seht ihr jetzt. So, wie schon erwähnt, kommen wir jetzt zur Ersteinrichtung. Wir schalten das wie typisch ein oben rechts und schauen, was passiert. Da kriegen wir unseren allseits beliebten Apfel, nur so am Rande. So, dann haben wir auch schon das Display. Ups. So, mit einem Slide geht's los. Wo kommen wir her?
Deutschland. Region, Deutsch. So, dauert immer ein bisschen. So, jetzt wählen wir das WLAN-Netz aus. So, nachdem sich dann das iPad verbunden hat mit dem WLAN, dauert die Aktivierung ein bisschen. Sollte aber schnell gehen. Ortungsdienste auf jeden Fall. Oh, Touch ID, jetzt geht's los. Jetzt geht's ans Eingemachte. Mehrmals draufdrücken, bis die Ringe da erscheinen. Jetzt sollen wir den Finger bewegen zwischen den Scans, machen wir. Damit auch wirklich aus jeder Position der Finger gelesen werden kann. Möglichst wenig, okay. Passiert. Na. Der gute alte Vorführeffekt. Warum will er nicht? Ah, jetzt. So, Fingerposition wechseln. So, dann Fingerspitze. Mit ein bisschen Glück sollte das funktioniert haben. So, jetzt geben wir noch einen Code ein. Aber wir müssen keine 6 eingeben, wir können auch den guten alten vierstelligen nehmen. In meinem Fall 1, 2, 3, 4. Ja, möchten wir. Geben wir nochmal ein. 1, 2, 3, 4. Danach werden wir gefragt, was möchten wir machen? Möchten wir unser altes iPad Backup nutzen und auf das neue rauf konfigurieren oder sagen wir, es ist ein neues und ganz neu? Bei dieser Variante, man kann auch Daten von einem Android-Gerät übertragen. Da wir aber weder das eine noch das andere haben, sagen wir, wir machen ein neues iPad konfigurieren. Dann geben wir noch schnell unsere Apple-ID ein. Wenn wir dann unsere ID eingegeben haben, dauert das Einrichten etwas, dann kriegen wir die Nutzungsbedingungen, die akzeptieren wir, dann richtet er ein. Das dauert auch einen kleinen Moment. Warte, warte, warte. iCloud-Schlüsselbund brauchen wir jetzt nicht, das überspringen wir erstmal. Siri machen wir auch später, macht sich jetzt auch nicht so toll. Diagnose wollen wir nicht senden. True-Tone-Display, oh, die neue Funktion. Passt sich automatisch an. Gut, das werden wir dann auch später ausprobieren. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Und dann willkommen beim iPad, los geht's. Dann sind wir auch schon wie gewohnt auf unserem Home-Bildschirm. Das war dann auch schon die ganze Einrichtung und wie es weitergeht mit den ganzen Funktionen, was neu ist und was nicht, das seht ihr im nächsten Video. Vielen Dank bis dahin und würde mich freuen über einen Daumen nach oben oder schreibt was in die Kommentare. Vielen Dank, tschüss!